Hallo meine Lieben und willkommen bei einer neuen Folge zu The Witcher. So, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen durch die Stadt. Ich habe noch ein paar Sachen gelagert. Einen Moment kurz, alles klar. Gelagert habe ich die und jetzt will ich mal kurz zum Deich raus. Genau, zum Deich. Gucken wir uns das mal an. Wird halt noch nicht so viel Progress, wenn man halt in bestimmte Türen, Bereichen geht, dann progresst man ein bisschen mit der Story und dann kann man andere Sachen nicht machen. Ach, wen haben wir denn hier? Siegfried. Geralt, good to see you. Where are you going? To the dike. No passage. Captain forbids it. Why? Captain's orders. Talk to him. Gentlemen, that's no way to treat a hero. Geralt, the witcher that saved Vizima from a terrible cockatrice. A hero? Well, that changes things. He's almost one of us. In that case, please pass, Master Geralt. We'll drink your health at the inn. Thanks, Siegfried. A surprise in the sewers. A knight of the Flaming Rose, soaked in stench from head to foot. I usually work alone, but this was an opportunity to see a knight in action. I must say he did rather well for a human. That was rare gratitude he showed. Das Artdesign ist richtig cool, oder? Ich finde das richtig geil. Kann man ein bisschen mehr mit ihm reden? Geralt, I was wondering if you'd care to join the order. I hadn't really thought about it. I'm here about the notice. I suspected it would interest you. Have you proof of slaying 10 drowners? No, not yet. Return when you have their tongues. Ihre Zungen, warte mal. Ach so, wir haben die ganze Zeit die Gehirne gesammelt, ne? Hä, die Zungen? Wieso konnte ich die denn auch nicht aufsammeln? Das ist ja komisch. Warte mal. Aber stehen. Geralt. Bla bla. Well. Before you say no, let me give you some details. Okay. All right. Allow me to draw your attention to a few important matters. Primo, the order was created to serve humble folk. Secundo, anyone can join, peasant, nobleman, or witcher. Tertio, knights of the order enjoy many privileges. I've heard enough. A quarto, knights of the order pursue monsters. What do you think? No thanks. Gut, eine Sache, die ich machen will, also da kommen wir nicht durch. Ich wollte eigentlich mit ihm reden, ich dachte, der wäre dahinter. Ich muss mit dem Konrad reden, aber der kommt nur zu einer ganz bestimmten Zeit in das Gasthaus. Aber da gibt eine Quest, die ich ganz gerne machen möchte. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einfach mal ein bisschen Zeit vergehen lassen und gucken, wann der auftaucht. Und ich werde es natürlich halt so schneiden, dass man halt direkt ansetzen kann. Ist ja klar. Wie gesagt, hier ist es aber so ein bisschen problematisch in dem Game. Hier passiert alles so nach einer gewissen Zeit. Da muss man halt gucken. Aber wenn man das halt weiß, dann kann man das so ein bisschen auch ein bisschen spekulieren und dann. Ich will ja alles sehen, weißt du? Ich will ja alles sehen, alles zeigen. Und das ergibt eine ganz gute Quest hier. Was hat denn der ist jetzt hier drin? Nee, ne? Nee. Shit. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. So, und da sind wir wieder mit den beiden hier, mit dem Sendboten und mit Conrad muss ich reden. Ich rede erstmal hier mit dem hier. Welcome, traveler. Hallo. I hear you buy jewelry. What if I do? Also wir können den jetzt ein bisschen, wir können den jetzt hier briben, ne? Also schmieren oder dem halt beleidigen, das bringt aber gar nichts. Beleidigen bringt generell nie was hier. Also, wir trinken was. Drink with me. Sure. Trinken geht immer. So, wir haben noch hier unser schönes Bierchen. Ich nehme mal hier. Habe ich mehr Platz im Inventory. Okay, dann die hier. Darum behält man immer das ganze Bier, weil es echt sinnvoll ist. Und einmal noch, glaube ich. Alright. I've had enough.
Sag mir, wer suche Arbeit? I'm looking for work. Know who could help? I work for Luvarden, a wealthy merchant. He has many jobs. Thanks, that's a big help. Always help my friends. Ich muss mit Luvarden sprechen. Kann ich jetzt eventuell auch den Typen fragen nach den Salamandra-Badges? Warte mal. Bleib mal stehen, du. Nein, 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 nicht rausgehen, nicht rausgehen. Nicht rausgehen! Warte doch! Okay. So. Ja, ja, 100 Orans. Tell me who's paying for Salamander Badges. Shove off. What? Warum nicht? Ich glaube, das reicht aber schon, dass wir rausgefunden haben, dass wir zu Luvarden müssen. Okay, so jetzt zu Konrad. In 100 Jahren bin ich mal da. Oh. Hallo? How can they drink this? What is it anyway? I suppose it's wine. Wine? Couldn't pass for wine, stepbrother. So what is it? Ugh, diluted dog's piss. Thus, I come here rarely. I thought this was the only tavern around. I live in the trade quarter, but the inns there are closed. Want to earn some coin? Yeah. You mentioned you might have a job for me. Care to elaborate? I know where to find fine spirit, but it requires a sword to get it. You need a warrior to have a drink? I know a place with 100-year-old wine from Toussaint. What's the catch? The wine cellar is in a house where monsters now haunt. It'll cost 200 orans. Deal. I'll return here at midnight. Where's the house? Take the gate leading to the dike. On the right, it leads to the canal. The house is on the left. Okay. So, wir sind doch schon wieder sober. Ich überlege gerade, wie spät haben wir es denn jetzt? 23 Uhr. Pass auf. Pass auf, weil wir noch ein paar Sachen am Tag machen müssen. Gehe ich nochmal kurz resten. So, und können wir irgendwas skillen oder so zufällig? Ah, wir haben 3 Punkte. Mache ich vielleicht auf Silber, oder? Hier, mehr Damage, starkes Silber. Einmal hier und dann noch auf schnelles Silber. Und einmal bis zum Morgengrauen. So, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal zu diesem Haus. Besiegen da. Also, da ist was drin, was man besiegen muss für den Wein. Und dann machen wir noch ein paar Aktivitäten. Wir müssen noch der Kräuterkunde den Schal geben und es gibt noch was, eine Sexkarte, die wir holen können. Das ist immer sehr spannend. Und dann können wir, glaube ich, mit der Hauptstory fortfahren. Ich bin nicht ganz sicher. Aha. Aha. Oho. What's this? Gut. Ah, Kind, weg. So, warte mal, irgendwo war das hier oben. Ah, mit dem ist auch noch Lava, mit dem Illusionist. Den muss ich doch, labern. Warte, warte. Stimmt. Witcher. Here's your ring. I'm keeping the rest. As agreed. My foolish comrades died while I survived. What are you talking about? None of your concern. Bye. Joa. Sehr schmierig. Ich wurde reingelegt, das waren keine Familienerbstücke, sondern Diebesgut. Ach, echt. Schlauer Typ. Warte mal. Ich glaube, es ist hier, oder? Sprech mal kurz. Leerstehendes Haus. Man sieht oben das Medaillon, ja, das ist schon, ist schon so ein bisschen am Wackeln. Man hört es auch. Ich probiere mal, ich weiß gerade nicht, wie viele es sind. Oh mein Gott, es sind fucking 4 Grad. Oh. Moment, Moment. Nein! Nein! Schwalbe. Okay, das wird jetzt böse enden. Silberschwert. Und ich nehme den Group. Ah, ich komme nicht weiter. Okay. Das Gute ist, nur der ist gerade hier. Scheiße. Okay. Einer ist tot.
Ja. Okay. Boah, 4 Graviere, die sind ganz schön stark. Ah, was war das denn? Boah, ich will XP die geben, ey. So, wir looten mal den ganzen Crap hier ab. Was haben wir hier drin? Hier ist der Wein, glaube ich. Der sehr alte Wein, den er haben möchte. Ja, Melone für mich. Schön, schön. Bisschen Vitamine. Und dann den Scheiß hier. So. Hä, wieso du... es waren außerdem 4 und nicht nur 3. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Ich bin noch vom Game verarscht. Okay. Das wäre es hier gewesen. Ich speichere mal gerade. Und jetzt können wir... Pass auf, jetzt gehen wir erstmal nach in dieses Non-Human-Teil. Hey, Sultan. Mit dem können wir auch reden, mit Pechschwarz. Greetings, sir. Greetings. Who are you? A shoeshine? Clean that muck off your boots for just 2 orans? First journey to Fazima? Ja, putz einfach meine Schuhe. You could say that. Tell me about it. We've some heavy issues here. There's a quarantine because of the plague. Squirrels are fighting the order. Monsters breed in hundreds. And we struggle with bandits. As one bard sang, Vizima's like a brothel on fire. Whoa, erzählt mir von der Pest. Tell me about the plague. The plague pushed the king to establish a quarantine, which plagues the merchants. Old Vizima was sealed off. Unfortunately, townsfolk are falling ill here. They bundle them off to Lebioda's hospital. I'm interested in bandits, but not the ordinary kind. Something odd there. They operate with brutal but effective force, mainly at night. Their goal remains unclear. Tell me more about the Order and the squirrels. The Squirtle wage a guerrilla war outside town. The Order of the Flaming Rose replaced the special forces. Hatred for non-humans grows daily. You needn't be psychic to see something evil's afoot. I'm looking for witches' jobs. You'll have no trouble finding work. Ask merchants. There's also trouble at the graveyard. Mm-hmm. Anything worth seeing? We boast merchants, an alchemist, a large hospital. You don't talk like a shoeshine. Everyone hides skeletons in the closet. Let me tend to your boots. I've bored you long enough. Oh, life. Ich glaube, der Typ ist sowas wie so ein Spion. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht können wir später nochmal mit dem reden. Ich meine, es war so. Der war, glaube ich, ein Spion und tut nur so, als wäre er ein Schuhputzer. Glaube ich, wie gesagt. Ich weiß nicht genau. Wo ich eigentlich hin wollte, ist hier. Ich weiß gar nicht, ob man hier reinkommt. Wir müssen mit einer Halbelfin reden. Wenn hier laufen mehrere rum, aber ich glaube, die ist im Haus. Beware, if you intend to stay. Fanatics hunt non-humans at night. Let me see. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme oder ob ich hier in das Haus hier rein muss. Warte mal. Kann sein, dass ich irgendwie hier... Glaube ich hier... Ja. Speichern. Na gut. If I catch those bastards who attack at night, I'll rip their legs out of their asses. Wir haben eine coole Art zu sprechen. So, wir looten erst mal kurz ein bisschen hier, bevor wir uns um das Schöne kümmern. Also looten ist natürlich auch schön. Tür. Zwerg, mit dem möchte ich nicht anbändeln. So, treffen wir nach oben. Oder war das eine Elfin? Auch wenn es eine Elfin war, warte mal. Screw co-op existence! Bänkchen. Und hier auch noch was. Geil. You forget racist. Hä? Poking fun or copping a feel? Shove off. War das nicht die hier?
The plague kills more and more humans. Es war in irgendeinem Haus, war, vielleicht war es auch das falsche Haus. Ja. Hier gibt's halt so viel zu bedenken, weißt du? Hier sind nur noch Dingens. Okay, ich glaube, hier können wir auch gar nicht durch, ne? Komm, abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Vielleicht war es, wie gesagt, war es auch nicht das Haus hier. Noch ein Fass zum Looten. Okay. Okay. Ah, hier geht's auch rein. Markus, okay. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr alles hier. Hier gibt's so viel. I don't buy fish. Who knows how the plague spreads? Curious. Those non-human thieves should be expelled from the city. Okay. Hier können wir anscheinend auch nichts machen. Gut, im Keller ist gar nichts, außer ein paar Steine. Schnüffel. Oh. I'm so clever. Ja, genau. Come on, ey. So, warte mal, wo müsste er denn jetzt hin? Irgendwo ist es hier, pass mal auf. Ich versuche es mal gerade zu finden, ja, und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, eine Sache habe ich vergessen. Bevor wir das überhaupt machen können, müssen wir die Quest machen. Und zwar, kann man das gleich sehen, wir haben ja noch eine Quest bekommen, dass wir hier von dem Typen hier, waren ja in so einem Haus drin. Und so ein schwieriger Typ meinte, ja, hier ist so ein... Wir sollen in so ein leerstehendes Haus gehen und da spukt es und das sollen wir befreien und so weiter. Ne? Hier waren wir drin. So, dieses Haus. Warte mal, haben wir das irgendwie hier markiert? Es müsste irgendwo hier sein. Hier nicht. Wo war das denn? Hier, glaube ich. So, hier. Okay. Leerstehendes Haus, ich glaube ja. Aha. Füße. Gut. I don't believe my eyes. Another fool seeking treasure. I should have known. Hey, boys. Found another goose to pluck. A fat one by his looks. Quickly. We'll tend to the elven lass later. Just one thing. What? That was pretty stupid. Hiring a witcher against yourself. Das ist echt ziemlich dämlich. Warte mal. Echt ziemlich dämlich. Sind nicht die Schlausten hier. Ich meine, was erwarten die denn? Okay, pass auf. Pass auf. Die haben ihn nämlich gefangen gehalten. Deswegen kann man nicht mit der reden. Da ist der Schlüssel. Geht mal mit ihr. I thank you for the rescue, Vatgen. Are you all right? I don't wish to speak of it. And Tedesen. Ted, I know your language, but not well enough to. Please visit me at home later. Farewell. Okay. Verfehl. So, dann geh mal deines Wegs. Die geht jetzt ein bisschen langsam, leider. Ist aber nicht so schlimm. Währenddessen können wir noch mit jemand anderen labern. Okay. Die Quest ist fertig. Wir sind aufgestiegen. Das ist schon ziemlich dämlich, die Leute, weißt du, holen den Witcher um gegen sich selbst quasi. Gegen sich selbst ist total dumm. Gut. Und das kann sein, dass die auch schon da ist. Kannst du mal probieren. Was ich auch noch machen muss, ich muss hier kurz labern mit dem Typen. Kaufmann. Greetings, sir. Can I help? You the Smith's apprentice? Sir, I sweep up. Fire the furnaces, run the shop. Can I have a look? As you wish. Okay. So, warte mal, den Kram kann ich verkaufen. Oh ja, hier. Die ist so geil, guck mal. Kostet 5000, aber gibt so gute Sachen. Wir haben hier halt minus 5%. Die will ich haben. Die will ich haben, auf jeden Fall. Ja, kann ich verkaufen. Ich mach eh keine Bomben. Ich schau mal, ob die schon da ist. Die Frau, die Elfin. So, das Haus war nämlich schon richtig. Es war das Haus hier. Wo wir zuerst drin waren. I get
of here. Okay, wo haben wir sie? Da ist sie. Moment. Cade Milvatgen. Greetings. Sadly, I don't speak the Elder language. Pity, White Wolf. Your language is like a stone axe. Ours like a beautiful Viriladan sword, light in the hand as you perform Pilastras and Crescent Moon parries. Would you teach me? Learning requires time. A young mind can master our language in a few years, but learning Pilastras... I lost my memory. I may once have known your language. If true, perhaps you won't need to learn it anew. I'll speak in Elven. Maybe you'll understand. Let's try. Esse Fenowet. Ihr seid Fenowet, das Sonnenkind? You are Fenowet, the sun child. Fene means sun, wed, child. Mikeme is evo nipont agwenelen. Ihr lebt unter der Brücke? Ich weiß nicht, was ihr gerade... Ich weiß, was ich jetzt nicht zu sagen wird. Okay, ich meine, es ist ziemlich easy, was man hier klicken muss. You come from the land on the river of... Alabaster Bridges. Enkamina. Abeth mi Gwynbled. Gwynbled, genau. Gwynbled ist ein elfischer Name, nur für ihn. Nur für ihn. Ich glaube, Vetgan heißt Mensch. Und... Nee, gar nicht wahr. Dwan heißt Mensch. Vetgan heißt Witcher. Und Gwynbled ist nur Name für ihn quasi. Die haben also einen eigenen Namen, nur für ihn. Vielleicht ziemlich geil. Dummer weißer Wolf, genau. Oder? Enkamina, ich muss gehen. Dummer weißer Wolf. Aber Gwynbled ist doch weißer Wolf. Enkamina, I need to leave. Abeth, me Gwynbled. Stupid white wolf. Va fail. Yeah. Farewell. Hä? Nee, das stimmt aber nicht. Warte mal. May we meet in better times. Nein. What? May we meet in better times. Warte mal. Gwynbled heißt auf jeden Fall weißer Wolf. Das ist. Die wollten einen verarschen damit. Moment mal gerade, es dauert gerade super lange. Wir sehen uns gleich wieder. You can come in. Weißt du, die wollten einen verarschen. Ich hab mich schon ein bisschen gewundert wegen dummer, weißt du? You're right. Enkamina. A dearth of love. The final age, Ted Dared. Abeth. Yeah. Okay. War ein bisschen schwer, aber wir haben sogar was gelernt. Ich habe mich mit dem Gwynbled verleiten lassen. Gut. Guck mal, was ich hier essen. Richtig fetten Käse, ey. Shit in my boots. So, wir haben noch ein paar Sachen zum Lesen, genau. Halbelfen. Vesima ist auch die Heimat von Halbelfen, geboren aus der Verbindung von Mensch und Elf. Weibliche Halbelfen sind von einzigartiger, zarter Schönheit. Viele beherrschen die alte Rede flüssig. Arme Stadtbewohner, das Leben in der Stadt folgt einem gänzlich anderen Rhythmus als das beschauliche Leben auf dem Land. Die Einheimischen hier sind selbstbewusster. Sie wissen, was sie wollen. Ja, hier. Hier unsere Sexkarte. Zack. Nochmal kurz. In Erinnerung gerufen. Gordon Vivaldi. Vivaldi verlor seinen Familienbetrieb. Nach einer feindlichen Übernahme wird die Bank jetzt von den neuen Besitzern Menschen geleitet. Das erklärt die Verbitterung des Zwerges und auch seine Armut. Ich verdächtigte Vivaldi zu Unrecht, die Salamandra finanziell zu unterstützen. Die vorliegenden Beweise lassen darauf schließen, dass er unschuldig ist. Mit dem müssen wir noch reden eigentlich. Und Sultan? Sultan hat es geschafft, zum Tempelbezirk zu gelangen. Der Zwerg freute sich, mich wiederzusehen. Okay, Orte, da ist nichts. Und Glossar... Da haben wir was, und zwar hier Elfen. Hier. Die Elfen erzählen sich die Geschichte von Lara Doren und Kregennen von Lot, einem Hexenmeister der Menschen und einer Zauberin der Elfen. Die legendären Liebenden formten die erste Verbindung zwischen diesen unterschiedlichen Völkern. Für die Elfen ist diese Beziehung der Beweis dafür, dass ein friedliches Zusammenleben der Völker möglich war, zumindest bis Menschen den Hexenmeister heimtückisch ermordeten und Lara verbannten. In diesem Akt wurde, den Elfen zufolge, die Feindseligkeit, Habgier und Aggression der Menschen erstmals augenfällig. Diese barbarischen Eigenschaften jedoch machen eine Koexistenz mit den Menschen unmöglich und das tragische Ende der Liebenden löste einen Krieg aus, der bis heute andauerte. Und dann noch was zu Orden der Flammenrose. Der Orden der Flammenrose wurde nach dem Krieg gegen Nilfgaard von dem charismatischen Anführer Jacques de Aldersberg auf der Basis des auseinanderfallenden Ordens der Weißen Rose gegründet.
Sein Ziel war, die Menschen vor Ungeheuern und anderem Bösen zu beschützen und den Glauben an das ewige Feuer zu verbreiten. Sein Hauptsitz hat der Orden in Vizima, doch daneben existieren zahlreiche Zweigstellen in ganz Temerien. Gut, das hätten wir. Speichern wir das mal. Und jetzt müssen wir nochmal kurz zu der Kräutertante gehen. Dem müssen wir einen Schal geben. Da kriegen wir zwar keine Karte, aber die sagt uns dann, wo die ihre Blumen sammelt. Und ich glaube, wir kriegen irgendeinen Hinweis darüber, dass wir dann auch andere Arten von Blumen sammeln können. Ich bin gerade nicht sicher. So, aber dann wäre es auch erledigt hier mit diesem Pipapo-Kram. Dann können wir uns ein paar Quests widmen. Also ein paar mehr Quests, sagen wir mal so. Hier ist Shanis Haus, da müssen wir auch noch reingehen. Und die hat eine richtig schrulle Großmutter. Also ist nicht ihre Großmutter, sondern einfach nur der das Haus gehört. Boah, und die mag es überhaupt nicht, wenn da männlicher Besuch kommt. Die hat mich damals so abgefuckt. Weil ich kam nicht an der vorbei. Die wollte dies und das haben und dann... Oha. Naja, egal. Sehen wir noch. What do you need? Ja. Where do you... If I told... New Schal, okay. Hier, wir haben Schal. Old and grey, but foolish as ever. What do you... Old and grey, Alter. Jesus Christ, weißt du, die will doch noch... Vielleicht will die jetzt... Ich hatte doch hier so einen roter Schal. Wieso will die den Schal nicht haben, weißt du? Der ist auch rot. I go to the swamp and gather herbs by moonlight. But show care. Danger lurks. I wouldn't be alive if I weren't careful. Don't be so sure. Mishandle the wrong herb and before you know, the poison's in you. Suddenly you're foaming at the mouth and the swamp claims another. No need to scare me. I'm no competition. Thanks for directions. Ointments, herbs and spices. Wir haben gar nichts bekommen. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier, ihr könnt jetzt neue Dings lernen und so weiter, weißt du, neue so fähigen und aufgeschlossenen Schwertkämpfer anfragen, Kalkstein. Ach ja, Kalkstein, der ist ja auch hier. Gut, also. Ah, ich geh mal hier weg kurz, die labern mir ganz zu viel. So, wir haben also jetzt alles erkundet. Hier sieht man hier die ganzen grünen Sachen hier. Was war das nochmal? Ach ja, genau, hier können wir noch kurz hin. Hier gibt es einen kleinen Aspekt noch vom Spiel. Und hier auch noch. Wir können hier noch zum Friedhof gehen. Ja, aber wir haben eigentlich alles erstmal fertig. Wir können uns jetzt dann ein paar Quests widmen. Wir haben ganz viele Verträge und so weiter. Die holen wir uns einfach nebenbei. Und den müssen wir noch abgeben. Konrad, die Quest. Ansonsten müssen wir mit Tala sprechen. Da können wir noch was machen. Und mit Luwaden. Sicherer Hafen, bla bla. Wir haben relativ viele Verdächtiger wie Vivaldi. Genau. Also nächste Folge machen wir mal ein bisschen Questing. Wahrscheinlich die nächsten 2-3 Folgen. Und Kämpfe gibt es erstmal nicht so krass. Hier nur wieder ein paar kleine, aber nicht so krass. Aber wir werden nicht mehr so viel rumlaufen wie jetzt und einfach nur Sachen erkunden, sondern wir werden ein bisschen mit Leuten reden, Quests machen und so weiter. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß hier, die ganzen Kram mit mir zu erkunden. Ich weiß ja auch nicht mehr alles. Ich muss auch noch hin und wieder mal was nachgucken, damit ich auch wirklich jede Sexkarte vor allem bekomme, weil das ist nämlich echt schwer, alle zu bekommen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!